Seit Jahrtausenden blicken die Menschen in den sternenübersäten Nachthimmel und glaubten dabei bis vor kurzem, dass das Weltall nur aus diesen leuchtenden Erscheinungen besteht. Heute beginnen Wissenschaftler zu verstehen, dass es nicht die Dinge im Licht sind, die die wirklichen Geheimnisse des Himmels bergen, sondern diejenigen, die sich in der Dunkelheit verstecken. Es muss eine seltsame, unsichtbare Materie existieren, die die Sterne und Galaxien zusammenhält. Geheimnisvolle Teilchen wie WIMPs, Axionen und Machos sind möglicherweise dafür verantwortlich. Es gibt eine solche dunkle Energie, bedrohlich und lebensnotwendig zugleich, die den Weltraum erzeugt und die die Galaxien immer weiter auseinandertreibt, in eine ungewisse Zukunft. Zusammen machen die dunkle Energie und die dunkle Materie 96% des Universums aus. Ihr Rätsel zu lösen wäre ein beispielloser Glückstreffer. Das Schicksal des Universums könnte offenbar werden, wenn man eine Antwort auf diese Fragen findet. Wird unser Weltall in einer gigantischen Implosion der Schwerkraft in sich zusammenstürzen? Oder wird es von der dunklen Energie auseinandergerissen? Ganz sicher wird das Universum den Kältetod sterben. Man muss diese beiden Phänomene, dunkle Materie und dunkle Energie, verstehen, um das Universum verstehen zu können. Unternehmen wir eine Reise auf die dunkle Seite des Universums. Auf eine Jagd nach dunkler Materie und dunkler Energie. Nie zuvor haben sich Wissenschaftler mit etwas beschäftigt, das mit dunkler Materie vergleichbar wäre. In jeder Sekunde durchdringen Milliarden dieser merkwürdigen Teilchen alles, worauf sie stoßen. Sie sind so massereich, dass sie das Verhalten von Galaxien beeinflussen können, wie diese sich bilden und wie schnell sie rotieren. Die unsichtbare dunkle Materie ist allgegenwärtig. Wenigstens scheint es so. Bisher konnte noch kein direkter wissenschaftlicher Beweis für ihre Existenz erbracht werden. Es gibt viele Verdachtsmomente, aber keine endgültigen Antworten. Es ist nicht leicht, etwas zu beobachten, was man nicht sieht. Sie strahlt kein Licht ab. Sie absorbiert es nicht. Sie tritt in überhaupt keine Wechselwirkung mit Licht. Sie strahlt nicht und auch im Dunkeln wird sie nicht sichtbar. Dennoch gibt es wissenschaftlich belegte Hinweise. In jedem Lehrbuch auf unserem Planeten steht, dass die Welt aus Atomen und irgendwelchen subatomaren Teilchen besteht. Und alle diese Lehrbücher liegen falsch. Um das zu beweisen, geht man in den Untergrund. Wenn Sie von Dingen wie dunkler Materie hören, sagen viele, so ein Humbug, zeigt mir die Beweise dafür, dass sie existiert. Sudan im Bundesstaat Minnesota, weit weg von den Lichtern der Großstadt. Genau der richtige Ort, um nach dunkler Materie zu suchen. Aber nicht aus den offensichtlichen Gründen. Sie glauben wahrscheinlich, dass wir den Himmel absuchen, um dunkle Materie zu finden. Stattdessen setzen wir aber unsere Helme auf und fahren runter in diese Mine. Über 700 Meter unter Tage befindet sich das staatliche Labor von Sudan. Das stillgelegte Eisenbergwerk wurde zu einer Forschungseinrichtung umgebaut und ist Teil eines globalen Netzwerkes von Laboratorien. Die sensiblen Experimente sind unter der Erde vor kosmischer Strahlung geschützt und deshalb effizienter. Der ganze Aufwand wird betrieben, um die Existenz der dunklen Materie nachzuweisen. Ihre Partikel können nur indirekt beobachtet, aber niemals eingefangen werden. Wir sind ihnen seit einem Jahrzehnt auf der Spur. Gesehen haben wir bisher noch kein einziges dunkles Teilchen. Die Jagd nach der dunklen Materie hat vor beinahe 100 Jahren begonnen. Der Astronomie standen damals endlich die Geräte zur Verfügung, die einen tieferen Blick in den Nachthimmel gewährten. Erst in den 1920er Jahren war die Technologie weit genug entwickelt, um so etwas wie unscharfe Flecken durch das Teleskop zu erkennen, sie zu entschlüsseln und herauszufinden, um was es sich handelt. Dann schockierte Edwin Hubble die Welt, als er erklärte, das Weltall sei viel größer als unsere Milchstraße.
Man erkannte, dass es sich bei einigen von diesen unscharfen Flecken um ganze Galaxien handeln musste. Im Zuge dieser Entdeckungen beschäftigte sich Professor Fritz Zwicky von der Caltech University mit dem sogenannten Coma-Galaxiehaufen, einer unserer benachbarten Galaxien, und beobachtete etwas Merkwürdiges. Als er die Bewegungen der Galaxien im Coma-Haufen gemessen hatte, gewann er eine Einschätzung von der summierten Masse der Galaxien. Das verglich er mit dem Wert der Masse, die tatsächlich sichtbar war. Etwas passte nicht zusammen. Innerhalb des Haufens bewegten sich die Galaxien zu schnell. Die beobachtbare helle Materie reichte nicht aus, um diese Geschwindigkeit zu erzeugen. Nach seinen Berechnungen hätte ungefähr 160 Mal so viel sichtbare Masse vorhanden sein müssen. Irgendetwas beeinflusste die Bewegung der Galaxien. Aber was war das? Er analysierte die Bewegungen und zog den Schluss, dass der Galaxienhaufen nicht stabil sein konnte, wenn nicht eine große Menge unsichtbarer Materie vorhanden ist. Er nannte sie fehlende Materie. Dunkle Materie. Eine unsichtbare Substanz, die andere Materie anzieht und in der Lage ist, die Geschwindigkeit von ganzen Galaxien zu beeinflussen. Das war ein revolutionärer Gedanke. Allerdings wurde diese Entdeckung kaum zur Kenntnis genommen. Man nahm diese Entdeckung ernst, doch man fand keine Erklärung, denn die Erforschung des Weltraumes hatte gerade erst begonnen. Erst in den 1920er Jahren wurde klar, dass es außer unserer Galaxie noch weitere gab. Man konnte noch nicht wissen, ob es sich um Galaxien, Gaswolken, Staubwolken oder Sterne handelte. Zwickys Berechnungen basierten auf den Massewerten der Sterne in den jeweiligen Galaxien. Aber wie wiegt man eigentlich einen Himmelskörper im Weltall? Man legt die Sonne nicht auf eine Waage. Doch man kann sehr wohl die Geschwindigkeit messen, mit der die Planeten um die Sonne kreisen. Je massereicher die Sonnen sind, desto schneller müssen die Planeten rotieren, um auf ihren Umlaufbahnen zu bleiben. Sowohl Newton als auch Einstein sagten, dass die Anziehungskraft eines Körpers umso größer ist, je mehr Masse er besitzt. Also sollte sich ein Körper immer langsamer auf seiner Bahn bewegen, je weiter er vom Zentrum der Gravitation entfernt ist. Einfach, weil die Gravitation mit der Entfernung abnimmt. Nach Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie, aber auch schon nach dem Newtonschen Gravitationsgesetz, ziehen sich Galaxien gegenseitig an. Auf dieselbe Weise wirkt die Sonne auf unser Sonnensystem. Die Gravitation wirkt stärker auf Merkur als auf Neptun, weil Merkur näher um die Sonne kreist. Also sollte man annehmen, dass etwas mit zunehmender Entfernung vom Zentrum der Galaxie langsamer rotieren muss. Und genau das konnte Zwicky nicht beobachten. Genauso wenig wie die junge Wissenschaftlerin Vera Rubin 50 Jahre später. Sie untersuchte die Rotationsbewegungen von Galaxien, die unserer Milchstraße ähneln. Und auch ihre Forschung führte zu merkwürdigen Ergebnissen. Vera Rubin stellte aber fest, dass die Umlaufgeschwindigkeit mit wachsender Entfernung zum Zentrum konstant blieb. Veranschaulichen wir uns Rubins Entdeckung am Beispiel einer Stadt. Jedes Fahrzeug auf den Straßen steht für einen Stern in der Galaxie. Jedes Auto bewegt sich mit der gleichen Geschwindigkeit um den Stadtkern, unabhängig davon, wie viele Autos tatsächlich unterwegs sind. Diese konstante Bewegung war Rubins Entdeckung. Die äußeren Bereiche der Galaxie rotierten schnell, sodass da viel mehr Masse hätte sein müssen, sonst wäre sie auseinandergeflogen. Man konnte dieses Paradox von Galaxien, die bis zu 10-mal schneller rotieren, als sie sollten, nur lösen, wenn man eine Art Lichtschleier annimmt. Einen unsichtbaren Schleier aus dunkler Materie, der sich um die Galaxie legt und sie zusammenhält. In den Galaxien existierte also dunkle Materie. Und sie war massereich genug, um die Rotationsgeschwindigkeit konstant zu halten. Stellen Sie sich vor, ich sei die dunkle Materie und dieser Ball sei ein Stern, der um mich herumkreist, weil meine Gravitationskräfte ihn auf seiner Bahn halten. Auch wenn Sie mich nicht sehen könnten, müsste da etwas sein, das mit einer bestimmten Anziehung auf ihn einwirkt. Denn sonst würde der Stern in einer geraden Linie wegfliegen. Es muss also dunkle Materie geben.
Vera Rubin sagte voraus, dass es 10-mal mehr dunkle Materie geben müsste als leuchtende oder normale Materie. Seitdem haben wir hunderte von Galaxien erforscht und alle zeigen dasselbe Muster. Sie rotieren zu schnell. Sie alle brauchen dunkle Materie, die sie zusammenhält. Jetzt wurde die Wissenschaft aufmerksam und begann sich zu fragen, was ist dunkle Materie? Wie kann man etwas finden, was im Weltraum unsichtbar ist? Man musste klären, wo sich die dunkle Materie draußen im All versteckt hält. Obwohl die Wissenschaftler sie nicht sehen konnten, stellten sie fest, wie sich die dunkle Materie verrät. Das Licht verändert seine Bahn, wenn es durch sie hindurch scheint. Dieses Phänomen wird als Gravitationslinseneffekt bezeichnet und es handelt sich um ein virtuelles Schlaglicht, das die Geheimnisse des Universums lüftet. Wie jede andere Materie kann auch sie die Bahn eines Lichtstrahls brechen. Ein Lichtstrahl wird auf seinem Weg von dunkler Materie abgelenkt. Mit der sogenannten Gravitationslinse konnte man den gebogenen Pfad von Lichtstrahlen verfolgen und herausfinden, dass sich die dunkle Materie im Lichtschleier der Galaxien konzentrierte. Die Methode der Gravitationslinse erwies sich als zuverlässig und plötzlich konnte man dunkle Materie nachweisen. Diese Technik der Gravitationslinse ist äußerst präzise. Wir können nicht nur bestimmen, wie viel dunkle Materie vorhanden ist, sondern auch, wie sie am Himmel verteilt ist. Das können wir, weil wir die Ablenkung der Lichtstrahlen, die durch sie hindurchgehen, messen können. Woher wissen Sie, dass Ihre Brille existiert? Doch nur, weil sie Lichtstrahlen beugt. So konnten wir durch Analysen von Bildern, die das Hubble-Teleskop lieferte, die Wege des Lichts verfolgen und richtige Landkarten von dunkler Materie erstellen. Der größte Teil der Masse des Universums stammt von der dunklen Materie. Die herkömmliche Materie sammelt sich in ihrem Gravitationsfeld. Als die dunkle Materie nun die Szene betrat, fragten sich die Wissenschaftler, ob es sich um eine neue Kategorie von Materieteilchen handelte. Oder war es normale Materie, die einfach unsichtbar ist? Als die dunkle Materie gefunden wurde, wollten alle wissen, was das ist. Die erste Antwort war, das ist der Stoff, aus dem wir alle sind. Er gibt nur kein Licht ab. Forscher untersuchten nun Objekte im Weltall, die kein Licht abstrahlten. Schwarze Löcher kamen in Betracht. Sie geben kein Licht ab, ziehen Materie durch ihre Schwerkraft an und können von der Gravitationslinse erfasst werden. Schwarze Löcher, auch bekannt als Machos. Massive, kompakte Halo-Objekte. Das sind im Prinzip kleine dunkle Sterne, die wenig Licht abstrahlen. Machos verstecken sich im Lichtschleier der Milchstraße. Man kann sie durch die Gravitationslinse sichtbar machen. Aber von ihnen gibt es nicht genug, um für die beobachtete Wirkung der dunklen Materie verantwortlich gemacht zu werden. Ausgebrannte Sterne wie braune Zwerge kamen ebenfalls in Betracht. Sie sind massereich genug, um als Erklärung für die dunkle Materie in Betracht zu kommen. Was immer die dunkle Materie ist, es gibt viel mehr von ihr als von der bekannten normalen Materie, aus der die Sterne und Planeten bestehen. Nämlich ungefähr 10-mal so viel. Alles, was sich aus herkömmlichen Atomen, Protonen, Neutronen und Elektronen zusammensetzt, reicht nicht aus, um die gesamte Summe der Materie zu erklären, die in Galaxienhaufen existiert. Auf ihrer Suche nach der Herkunft der dunklen Materie finden die Wissenschaftler immer neue Verdächtige. Erst in jüngster Zeit entdeckten sie weitere Partikel, darunter die exotischen Neutrinos. Auch über sie wurde diskutiert. Genau wie die dunkle Materie durchdringen Neutrinos auch unsere Erde. Millionen von Teilchen in einem Moment. Aber sie sind zu leicht, um als Ursache für die Auswirkungen der dunklen Materie auf die Schwerkraft in Frage zu kommen. Wir können sie in Teilchenbeschleunigern erzeugen. Auch die Sonne produziert Neutrinos. Das Axion ist ein weiterer Kandidat für dunkle Materie. Seine Existenz wurde errechnet, um eine bestimmte Unregelmäßigkeit in der physikalischen Theorie auszuräumen. Sie sind sehr leicht. Nach ihnen sucht man auf eine ganz andere Weise. Wir machen hier etwas ganz anderes. Aber sie wären sehr zahlreich. Und möglicherweise stecken sie hinter der dunklen Materie. Axione besitzen nur sehr wenig Masse. Man geht davon aus, dass sie im Urknall entstanden sind, genau wie auch die dunkle Materie. Die Hypothese besagt, dass sie sich in Protonen verwandeln können. Dunkle Materie verwandelt sich aber nicht. Nachdem alle üblichen Verdächtigen ausgeschieden sind, vermuten viele Wissenschaftler, dass dunkle Materie aus neuen, bisher unentdeckten Teilchen besteht. In jeder Sekunde gleiten Milliarden von ihnen durch uns hindurch.
Bis zur Entdeckung der dunklen Materie sind die Forscher davon ausgegangen, dass die Materie nur aus Protonen, Neutronen und Elektronen aufgebaut ist. So wie alles, was wir hier auf der Erde finden. Wir hatten die Masse berechnet, doch da war noch etwas Unentdecktes. Ein Kandidat für den Baustein der dunklen Materie muss bestimmte Eigenschaften aufweisen. Und keiner der üblichen Verdächtigen kam dafür in Frage. Dunkle Materie ist eine schwerfällige Substanz. Sie bewegt sich langsam und wir können sie nicht sehen. Die Teilchen der dunklen Materie bewegen sich nicht mit Lichtgeschwindigkeit und sie gehen keinerlei Wechselwirkungen ein. Das macht es so schwierig, sie aufzuspüren. Sie beeinflusst andere Materie nur durch ihre Schwerkraft. Wenn ich dunkle Materie hier in meiner Hand hätte, sie hätte ein Gewicht, aber sie würde direkt durch meine Finger gleiten. Innerhalb des bekannten Teilchenspektrums gibt es keinen einzigen Kandidaten für kalte, dunkle Materie. So wie ein Unsichtbarer, der durch Wände gehen kann, gleiten in jeder Sekunde Abermillionen Teilchen der dunklen Materie durch uns hindurch. Hierbei stoßen sie nie mit herkömmlicher Materie zusammen. Die plausibelste Erklärung, woraus dunkle Materie bestehen könnte, nennt sich WIMP. WIMPs sind massereiche Partikel mit schwacher Wechselwirkung. Sie konnten noch nicht beobachtet werden, doch ihre vermuteten Eigenschaften kommen der dunklen Materie ziemlich nahe. In den Laboratorien in Sudan ist das Forschungsteam unter Tage, wo sie Tausende von Fledermäusen aufscheuchen, um ein WIMP-Teilchen einzufangen. Das Projekt heißt Kryogene Suche nach dunkler Materie. Das englische Akronym heißt CDMS. Das hier war bis 1962 eine Eisenerzmine. Sie führt etwa 800 Meter in die Tiefe. Das Labor hat eine Maschine entwickelt, mit der bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt ein Teilchen der dunklen Materie aufgezeichnet werden könnte, wenn es hindurchgleitet. Die Sensoren bestehen aus Germanium, einem schweren Element mit hoher Atomdichte. Das ist ein Block reinen Germaniums. Auf der Oberfläche hat es winzige Thermometer, die aufzeichnen, wenn ein Teilchen durch diesen Eishockey-Puck aus Germanium hindurchrast. Dunkle Materie gleitet problemlos durch uns hindurch, zum Beispiel genau in diesem Moment. Ganz selten wird ein Teilchen mit einem Atomkern zusammenstoßen. Und diesen Zusammenstoß hoffen wir aufzeichnen zu können. Um einen sauberen Treffer der dunklen Materie zu erhalten, mussten die Wissenschaftler zunächst den Abfall aus dem Weltall herausfiltern. Es gibt unendlich viele Partikel. Das ist wirklich wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Im Experiment werden alle Materieteilchen aufgezeichnet, die durch den Detektor gleiten. Je weniger Störmaterie hereinkommt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen der dunklen Materie zu erwischen. Weil dunkle Materie fast gar nicht mit Protonen und Elektronen reagiert, haben die Wissenschaftler das Germanium auf Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt abgekühlt. Wenn ein dunkles Materieteilchen auf einen Atomkern des Germaniums trifft, dann ändert sich die Temperatur mal ein winziges Stück. Und genau danach suchen wir in dem Kristall, um zu sehen, ob ein Teilchen der dunklen Materie vorbeigekommen ist. In dem Schutzraum befindet sich die Kammer mit 16 Germanium-Einheiten. Ich habe mich umgezogen, um den Versuchsraum zu betreten. Da drin ist es 10.000 Mal sauberer als hier. Es ist wichtig, dass wir keinen Staub hineintragen. Deshalb habe ich mir das angezogen. Also gehen wir rein. Hier haben wir die Scintillationszähler, die alle Teilchen aus der kosmischen Strahlung abfangen, die bis hierher durchdringen. Das hier ist das Kühlaggregat, das die notwendigen Temperaturen für unser Experiment erzeugt. Knapp über dem absoluten Nullpunkt. Und hier drin befinden sich die Germanium-Silizium-Detektoren, die auf den WIMP-Partikel warten. Bis irgendwann einmal ein solches Teilchen der dunklen Materie da drinnen herunterkommt und auf die Germanium- und Silizium-Kristalle trifft. Die Forscher fahren jetzt seit fast 2 Jahren in die Mine, um dunkle Materie einzufangen. Das ist viel schwieriger, als es auf den ersten Blick aussieht. Obwohl in jeder Sekunde Milliarden von den Teilchen hindurchgleiten, steht die Chance 1 zu 1 Million, dass die dunkle Materie mit der normalen Materie reagiert. Die Chance, dass ein dunkles Materieteilchen ein Germaniumatom trifft, ist ungefähr so groß wie die Chance, dass ein Bogenschütze ins Schwarze trifft, wenn die Zielscheibe über 1,5 Kilometer weit entfernt ist.
Diese grünen Blinklichter zeigen alle Materieteilchen an, die die Germanium-Silizium-Detektoren passieren. Wahrscheinlich alles Teilchen aus der Hintergrundstrahlung, aber vielleicht gibt es da auch irgendwo ein WIMP. Das wissen wir erst, wenn wir die Daten ausgewertet haben. Die Jagd nach den dunklen Teilchen kann sehr nervtötend werden. Jeden Tag werten die Forscher die Daten aus, schreiben Berichte und perfektionieren ihr Tischtennisspiel, während sie auf den einen Treffer warten, der beweist, dass dunkle Materie existiert. Aber trotz all des Wartens und all der Anstrengungen konnte noch kein einziges dunkles Teilchen entdeckt werden. Weder hier noch in einem anderen Labor. Unglücklicherweise konnten wir bisher keine dieser Teilchen beobachten. Wir könnten jeden Tag die Nachricht erhalten, Physiker haben dunkle Materie in einer Flasche eingefangen. Wir haben eine Hypothese, die mit großer Sicherheit das heutige Universum erklärt. Tatsache ist aber, dass wir dieses eine Teilchen, das wir dafür benötigen, noch nicht nachweisen konnten. Der Nachweis eines dunklen Materieteilchens wird nicht nur die Existenz der dunklen Materie belegen, sondern könnte auch die anderen großen Fragen des Weltraums beantworten. Der direkte Nachweis eines dunklen Teilchens ließe uns erkennen, was sich in der ersten Zehntausendstel Sekunde nach dem Urknall abgespielt hat. Wenn die Forscher herausfinden, was dunkle Materie ist, dann können sie Aussagen darüber treffen, wie sich das Universum kurz nach seiner Entstehung verhalten hat. Dunkle Materie ist nicht nur eine geheimnisvolle Substanz draußen im Universum. Sie ist auch für unser Dasein von Bedeutung. Ohne sie wäre es schwierig, die Entstehung der Galaxien, des Sternensystems und letztlich auch des ganzen Lebens zu erklären. Die Geschichte der dunklen Materie und der dunklen Energie beginnt am Anfang der Zeit, in den Zeitzonen vor dem Urknall, als der Raum noch nicht existierte. Es gibt kein Zentrum, wo man hinzeigen könnte. Und das ist genau das Bild, um den Urknall zu verstehen. Es gibt keine Richtungen im Himmel, in die sich die Galaxien ausdehnen. In dieser Sekunde zwischen Nichts und einer gewaltigen Explosion wurde das Universum erschaffen und begann wie aus einem Samenkorn zu wachsen. Die Materieteilchen entstanden in einer Kernschmelze aus Gas und Energie. Als es ungefähr eine Minute alt war, war das junge Universum tatsächlich so etwas wie ein Kernreaktor. 380.000 Jahre später verdichteten sich die Teilchen zu Materieklumpen, dem Urstoff, aus dem sich später Sterne und Galaxien formten. Große Brocken wurden zu noch größeren Brocken und langsam gewinnt die Gravitation an Kraft und fügt die Objekte zusammen. Heute wissen die Forscher, dass die dunkle Materie schon im Augenblick des Urknalls entstanden sein muss. Und sie spielte wohl eine entscheidende Rolle bei der Verdichtung der normalen Materie und bei der Entstehung der Sterne und Planeten. Wie die Stahlträger beim Bau eines Hauses dienten die langsamen dunklen Materieteilchen als eine Art Baugerüst. Die herkömmliche Materie konnte sich an dieses Skelett anfügen. Weil sie kalt ist und kaum in Wechselwirkung tritt, glauben wir, dass die Schwerkraft über einen sehr langen Zeitraum auf sie einwirkte und sie zusammenzog. Sie war so etwas wie das Sandkorn, um das herum sich dann die normale Materie schneeballartig verdichten konnte. Es ist wie ein kosmisches Netz, das aus Adern von dunkler Materie besteht. Indem sich die Adern kreuzen, bilden sich die tragenden Strukturen. Man kann sagen, dass die dunkle Materie den Rahmen, das Gerüst bildet für die leuchtenden Galaxien. Sie sind wie Kerzen an einem Christbaum, also Gegenstände, die aus sehr großer Distanz sichtbar sind. Die wirkliche Form ist ein riesiger Strahlungsschleier, von dem man das meiste nicht sieht. Man sieht die leuchtenden Bestandteile, die Sterne und Planeten, die sich im Zentrum befinden. Der Schleier, der sie umgibt, besteht aber größtenteils aus dunkler Materie. Die Wissenschaft hat lange gerätselt, warum sich die Galaxien scheinbar völlig zufällig an verschiedenen Orten im Weltraum bilden. Jetzt wissen wir, dass dies an der Anziehungskraft der dunklen Materie liegt. Das Universum ist überhaupt nicht homogen. Es hat Beulen und Verklumpungen. Einige Gegenden sehen aus wie Blasen. Heute glauben wir, dass das an der dunklen Materie liegt.
Erst im letzten Jahr haben Astronomen mit ihrer Theorie einen großen Schritt vorwärts gemacht und eine Karte erstellt. Mit der Gravitationslinse konnten sie sich ein Bild von der Verteilung der dunklen Materie machen. Einstein sagte, dass alles der Schwerkraft ausgesetzt ist und deshalb alles auch Schwerkraft erzeugt. Also wird auch das Licht von der Schwerkraft beeinflusst. Wenn Licht durch dunkle Materie fällt, wird es abgelenkt, genau wie wenn es durch Glas fällt. Licht macht keinen Unterschied zwischen dunkler und gewöhnlicher Materie. Beide beeinflussen dessen Weg durch die Galaxien. Wie wenn man eine Route auf einer Landkarte absteckt, haben die Forscher den Weg des Lichtes durch dunkle Materie nachvollzogen. So ist das bisher genaueste Bild davon entstanden, wo sich die dunkle Materie im All verbirgt. Nun haben wir diese Karte der dunklen Materie mit den Positionen der Galaxien verglichen. Und so haben wir herausgefunden, dass die dunkle Materie das Skelett des Universums ist. Die sichtbare Materie sammelt sich daran. Diese Kartierung des Weltalls erlaubte den Wissenschaftlern auch einen Blick zurück in die Zeit. Sie konnten nun abschätzen, wie viel Materie beim Urknall entstanden sein muss. Wenn wir ein Bild des Weltalls von seinem Zustand errechnen, als es halb so groß war wie heute, und dann das Alter nochmal halbieren, dann kann man ableiten, wie viel Masse insgesamt existiert haben muss. So können wir herausfinden, wie viel dunkle Materie insgesamt existiert. Man nimmt an, dass die dunkle Materie ungefähr 23% der gesamten Masse des Weltalls darstellt, die herkömmliche aber nur 4%. Man braucht eine ganze Menge dunkle Materie, um auf den Gesamtwert der Masse des Universums zu kommen. Doch woraus bestehen die übrigen 73% des Universums? Die Wissenschaftler waren schockiert, als sie feststellten, dass eine geheimnisvolle dunkle Energie den Weltraum beherrscht. Diese Kraft lässt die Galaxien auseinandertreiben. Man hatte immer angenommen, dass das Universum sich zwar immer noch ausdehnt, aber auch, dass dieser Prozess sich beständig verlangsamen oder sich irgendwann umkehren würde. Die Schwerkraft würde ihren Schwung verlieren. Aber bei den Untersuchungen der Ausdehnung des Weltraums mussten die Wissenschaftler erschreckt feststellen, dass das Wachstum sich nicht verlangsamt, sondern beschleunigt. Ein düsteres Schicksal zeichnete sich ab. Das Universum wird zerfallen. Es wird so kalt, dass jedes intelligente Leben erfriert. Von dem Moment an, in dem der Urknall das Universum erschuf, hat sich der Raum ausgedehnt und er hat bis heute nicht aufgehört, ganze Galaxien mit auf die Reise zu nehmen. Der Raum zwischen den Galaxien dehnt sich aus, aber die Galaxien selbst dehnen sich nicht aus, die Erde nicht und unser Sonnensystem auch nicht. Edwin Hubble war der Erste, der 1929 entdeckte, dass sich Galaxien von unserer Milchstraße entfernen. Die weiter entfernten Galaxien entfernen sich schneller als die näheren. Er fand heraus, dass man ihre Geschwindigkeit messen konnte, indem er die Wellen des abgestrahlten Lichtes mit Hilfe eines Prismas untersuchte. Diese Messungsmethode der Rotverschiebung wird noch heute angewandt, um Entfernungen im Weltraum zu bestimmen. Er bemerkte, dass am weitesten entfernte Galaxien sich am stärksten von uns wegbewegen. Ihre Rotverschiebung war am größten. Vor einigen Jahren haben Forscher sich dafür entschieden, die Messung der Rotverschiebung zu verwenden, um die Geschichte der Raumausdehnung im Weltall zu untersuchen. Aber wie soll man die komplette Entwicklung des Universums messen? Wie kann man 12 Milliarden Jahre in der Zeit zurückreisen? Wir können in der Zeit nicht direkt zurückgehen, um die Vergangenheit zu beobachten. Es ist mehr so, wie die Geologen Schicht um Schicht des Grand Canyon abtragen, um so auf Geschichte zurückblicken zu können. Wenn man sich immer weiter entfernte Galaxien heute anschaut, dann sieht man sie so, wie sie in der Vergangenheit aussahen. Um die Geschichte der Raumausdehnung zu beschreiben, benutzen die Astronomen das Licht einer Supernova des Typs 1a als Basislicht für ihre Messungen.
Basislicht kann zum Beispiel eine 100-Watt-Glühbirne sein. Man kann nun eine Gruppe dieser Glühbirnen in einem Zimmer aufstellen, alle in einer unterschiedlichen Entfernung. Die weiter entfernteren erscheinen blasser und die näheren heller. Das Licht einer Supernova vom Typ 1a ist immer gleich hell, unabhängig davon, wo es im Weltall abgestrahlt wird. Eine Supernova ist die große Explosion eines Sternes am Ende seiner Lebensspanne. Zu einer Supernova kommt es, wenn ein sterbender Stern, ein sogenannter weißer Zwerg, nuklear durchbrennt. Er reißt sich buchstäblich selbst in Fetzen. Wir sehen, dass Supernovae in weit entfernten Galaxien sehr blass erscheinen. Wir vergleichen sie mit Supernovae in der Nähe, deren Entfernung wir mit anderen Techniken messen. In den 1990er Jahren haben sich zwei Teams der Supernovae vom Typ 1a bedient, um die Ausdehnungsgeschwindigkeit des Weltalls zu messen. Aber um die Erscheinung von Supernovae zu beobachten, mussten Astronomen das ganze Weltall überwachen. Man kann das vielleicht mit der Videoüberwachung in einem Casino vergleichen. Die Kameras zeichnen alles auf. Die meiste Zeit sehen sie nichts Außergewöhnliches, aber dann ganz selten finden sie doch, wonach sie suchen. Man muss sich dafür eine ganze Menge Galaxien ansehen. Also haben wir große Teleskope genommen, mit Kameras, die ein großes Blickfeld haben, ungefähr so groß wie der Vollmond. Wir machten viele Schnappschüsse des Weltraums mit dieser Weitwinkelkamera. Und jeder Schnappschuss enthält Zehntausende von Galaxien. Und indem wir die Helligkeit des Lichtes der weit entfernten Supernova mit der Helligkeit der näheren verglichen haben, konnten wir die Zeitspanne bestimmen, auf die wir zurückblicken. Nachdem die Forscher der beiden Teams das Licht von 60 Supernovae untersucht hatten, waren sie einigermaßen erstaunt. Das Universum verlangsamte sich nicht, sondern seine Ausdehnung beschleunigte sich. Jeder hat damit gerechnet, dass sich die Ausdehnung mit der Zeit verlangsamen müsste, da sich ja alle Galaxien gegenseitig anziehen. Wir waren uns so sicher, dass wir einen Wert messen würden, demzufolge sich das Universum verlangsamt. Und dann fanden wir ein ganz anderes Ergebnis. Der Weltraum wird nicht langsamer, sondern schneller. Das war ein großes Geheimnis. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Wir wollten den Quotienten der Verlangsamung messen. Und stattdessen dehnt es sich schneller und schneller aus. Das war wie das falsche Zeichen. Wir hatten Angst, dass wir eine komplett falsche Rechnung angestellt haben. Wir haben unsere Messungen geprüft, die Analysen wurden von einer ganzen Gruppe von Wissenschaftlern in jedem der beiden Teams wiederholt. Unabhängig voneinander kamen beide immer wieder auf dasselbe Ergebnis. Eines der erschreckendsten Ergebnisse der Kosmologie in den letzten Jahren war die Erkenntnis, dass unser Universum immer mehr Fahrt aufnimmt. Diese Kraft, die das Universum antreibt, nennt man die dunkle Energie. Eine unsichtbare Energie, mit der niemand gerechnet hatte und die niemand verstand. Über die größten Entfernungen im Weltraum hinweg wirkt diese Abstoßungskraft. Sie ist sogar stärker als die Gravitation. Und diese dunkle Energie erzeugt Raum, wobei sie Galaxien auf ihre Reise mitnimmt. Diese Energie, die anscheinend das ganze Universum erfüllt und seine Ausdehnung schneller und schneller vorantreibt, wird heute dunkle Energie genannt. Ich werfe diesen Apfel hoch, er verlangsamt sich und kehrt zurück. Die dunkle Energie würde ihn beschleunigen und von mir wegfliegen lassen. Also würde man den Apfel einmal hochwerfen und er würde immer weiter fliegen. So wie der Apfel nun auf eine ewige Reise durch den Raum gehen würde, so werden die Galaxien hinausgetragen in den neu entstehenden Raum. Stellen Sie sich ein Klassenzimmer voller Stühle vor. Wenn das Klassenzimmer sich nun ausdehnt, rücken alle Stühle weiter auseinander.
Für jemanden, der auf einem der Stühle sitzt, sieht es nun so aus, als würden sich alle Stühle von ihm wegbewegen. Die Stühle dehnen sich aber nicht aus. Sie behalten alle ihre Größe, nur das Zimmer wird größer. Der Raum zwischen den Stühlen wird auseinandergezogen. Es entsteht mehr Raum zwischen den Galaxien. Die Galaxien behalten alle ihre Größe. Aber das Universum wird immer größer. Dunkle Energie ist etwas ganz anderes als dunkle Materie. Sie klumpt nicht zusammen, so wie die Galaxien in Haufen oder die Sterne in Galaxien. Sie scheint sich ziemlich konstant zu verhalten. Wir finden die gleiche Beschleunigung, egal in welche Richtung wir blicken. Möglicherweise ist sie homogen, obwohl es Leute gibt, die glauben, sie habe eine Struktur und sie sei beeinflussbar. Die dunkle Energie ist die Energie des Vakuums, die Energie des Nichts. Sogar das Nichts hat Energie. Sie drückt die Galaxien auseinander und erschafft dabei einen davonlaufenden Weltraum. Es entsteht der Eindruck, als führten dunkle Energie und dunkle Materie seit der Entstehung des Universums einen Kampf gegeneinander. Die Wissenschaft geht davon aus, dass die dunkle Energie im Augenblick des Urknalls zusammen mit der dunklen Materie entstanden ist. Sie ist immer schon vorhanden gewesen. Aber die Anziehungskraft der dunklen Materie hielt sie im Zaum, indem sie in den ersten 9 Milliarden Jahren des Weltalls die Ausdehnung des Raums gebremst hat. Vor 5 Billionen Jahren hat sich dies offenbar geändert, als das Universum so groß wurde, dass die dunkle Materie im ganzen Universum verstreut war. Die dunkle Energie wurde von der Anziehungskraft der dunklen Materie nicht mehr gebremst. Deshalb begann sich das Universum immer schneller auszudehnen. Dunkle Energie ist eine Konstante. Als das Universum noch heiß war und eine große Dichte hatte, war diese Energie vielleicht nicht von Bedeutung. Zu diesen Zeiten spielte die dunkle Energie noch gar keine Rolle, obwohl sie schon vorhanden war. Dadurch, dass das All kälter und weniger dicht und größer wurde, verliert die Gravitation an Bedeutung und die dunkle Energie übernimmt. Ganz verstehen wir diese Erscheinung noch nicht. Astronomen haben erkannt, dass mit der fortschreitenden Ausdehnung des Universums die dunkle Energie über die dunkle Materie gesiegt hat. Vor 5 Milliarden Jahren kam die Zeit, in der die dunkle Energie begann, die Materie, die von der Schwerkraft betroffen ist, zu beherrschen. Wenn man also die Kraft und die Zeit in ein Verhältnis zueinander setzt, nimmt die Anziehungskraft ab, während die Abstoßungskräfte zunehmen. Vor ungefähr 5 Milliarden Jahren haben sich die beiden Kurven geschnitten. Das war der Punkt, an dem das Universum seine beschleunigte Ausdehnung begann. Das Verständnis von dunkler Energie ist essentiell, um zu begreifen, wie sich das Universum weiterentwickeln wird. Wird es sich immer weiter ausdehnen? Wird es dunkel und kalt? Oder ist ein Ende in Sicht? Die dunkle Energie treibt die Ausdehnung des Weltraums an. Und es sieht nicht so aus, als würde sie anhalten. Die Abstoßungswirkung der dunklen Energie wuchs. Denn je mehr Raum zwischen den Galaxien ist, desto größer ist der akkumulierende Effekt der dunklen Energie. Eine einzelne Galaxie blickt vielleicht in eine einsame Zukunft. Es sieht alles danach aus, dass dies das Ende von allem ist. Die Theorie der dunklen Materie wurde überraschenderweise schon vor langer Zeit vorgeschlagen und wieder verworfen von einem der größten Geister der Physik. Er nannte sie seine größte Eselei. Sein Name war Einstein und möglicherweise war er der größten Entdeckung des 20. Jahrhunderts auf der Spur. 80 Jahre, bevor irgendjemand auch nur eine Ahnung davon hatte. Heute wissen die Wissenschaftler, dass die dunkle Energie einen sich immer weiter ausdehnenden Raum erzeugt. Im frühen 20. Jahrhundert glaubten die Astronomen, dass das Weltall nur so groß sei wie unsere Milchstraße und dass es niemals wachsen würde. Albert Einstein hatte gerade seine Relativitätstheorie formuliert und wollte sie am statischen Weltraum überprüfen. Aber so oft er es auch versuchte, er konnte seine Gleichungen nicht mit einem statischen Universum in Einklang bringen. Seine Berechnungen zeigten, dass sich das Universum entweder ausdehnen oder zusammenziehen müsse.
Er bemerkte, dass in einem homogenen Universum auch die Materie gleichmäßig verteilt wäre. Seine Theorie besagte, das Universum müsse sich entweder ausdehnen oder schrumpfen. Deshalb schlug Einstein eine Abstoßungsenergie des Vakuums vor, die sich im Universum mit der Anziehungskraft in Balance hielte. Er nannte sie die kosmologische Konstante, eine gleichbleibende Energie, die das Gleichgewicht im Universum herstellt. Er führte die kosmologische Konstante ein, um ein statisches Universum zu erklären. Als Hubble herausfand, dass der Raum sich ausdehnt, schien Einsteins kosmologische Konstante zunächst irrelevant geworden zu sein. Und heute stellt sich heraus, dass die dunkle Energie, die er in den 1920er Jahren verwarf, genau die Kraft ist, die das Universum auseinandertreibt. Einsteins sogenannte Isolei wird vielleicht darüber entscheiden, ob das Weltall entweder im Feuer oder im Eis stirbt. Und ich halte die Wette, dass das Universum im Eis sterben wird. Um herauszufinden, wie sich das Universum verhält, hat Einstein die dunkle Materie vorhergesagt. Und damit das, was den ganzen Aufbau des Universums ausmacht. Die Gesamtsumme der normalen und der dunklen Materie reicht nicht aus, um die Raumkrümmung, die wir beobachtet haben, zu erklären. Wenn man an den Horizont blickt, erscheint die Erde zunächst flach. Genauso erscheint die Raumkrümmung des Universums gleich null zu sein, weil das Universum so riesig ist. Herkömmliche Materie und dunkle Energie zusammen machen eine Vorhersage der Raumkrümmung erst möglich. Und mit dieser Vorhersage kommen wir der richtigen Antwort erst nahe. Unsere Satellitendaten bestätigen, dass 73% des Materie-Energie-Inhalts des Universums aus dunkler Energie besteht. Dunkle Energie, Einsteins einstige Eselei, ist heute als die beherrschende Kraft des Universums bekannt. Das sind große Entdeckungen. Die Forschung beginnt langsam zu verstehen, welche Wirkung die dunkle Energie auf das Schicksal des Universums haben kann. Idealerweise müssten wir messen, wie sich die dunkle Energie mit fortschreitendem Alter des Universums verhält. Wenn die dunkle Energie endgültig über die Materie dominiert, dann erreicht das Universum ein Stadium der exponentiellen Ausdehnung. In jeder gegebenen Zeiteinheit würde es seine Größe verdoppeln. Und wenn die dunkle Energie nicht eines Tages ihre Vorzeichen ändert und wieder zur Anziehungskraft wird, dann wird sich das Universum ständig und immer schneller ausdehnen. Wir verstehen nicht, warum die Vakuumenergie diesen Umfang hat, wenn sie für die Ausdehnung des Universums verantwortlich sein soll. Das ist das schwierigste offene Rätsel der heutigen Physik. In vielen Milliarden Jahren wird der Weltraum ein sehr einsamer Ort sein. Schauen Sie zum Himmel. Der Himmel wird so gut wie dunkel sein. Die Ozeane frieren zu. Es sieht danach aus, als sei das dann das Ende allen intelligenten Lebens. Es scheint also, dass dunkle Energie und die Gesetze der Physik ein Todesurteil sind für jedes Lebewesen im Universum. Mit den Untersuchungen zur dunklen Materie und zur dunklen Energie sind die Wissenschaftler der Formulierung der Weltformel einen Schritt näher gekommen. Einer Gleichung, die alle Funktionen des Weltalls einbezieht und erklärt. Wenn wir die eine große einheitliche Theorie des Ganzen haben, dann haben wir die größten Fragen der Menschheit gelöst, seit wir unsere Augen in den Himmel erheben. Dies könnte die krönende Errungenschaft einer 2000-jährigen Geschichte sein, die begann, als die alten griechischen Philosophen gefragt haben, woraus die Dinge bestehen. Bis jetzt sind dunkle Energie und dunkle Materie noch die größten kosmologischen Fragen des 21. Jahrhunderts. Es ist schon frustrierend. Alles, was wir über die Physik lernen, ist auf die normale Materie beschränkt, weil wir erst zu wenig über dunkle Materie und dunkle Energie wissen. Die Geheimnisse der dunklen Seite des Universums deuten auf ein neues Zeitalter. Teilchenphysik ist der wilde Westen der Wissenschaft. Diese Erscheinung verstehen wir noch nicht ganz.
Wir können nicht nur bestimmen, wie viel dunkle Materie vorhanden ist, sondern auch, wie sie am Himmel verteilt ist. Das können wir, weil wir die Ablenkung der Lichtstrahlen, die durch sie hindurchgehen, messen können. Woher wissen Sie, dass Ihre Brille existiert? Doch nur, weil sie Lichtstrahlen beugt. So konnten wir durch Analysen von Bildern, die das Hubble-Teleskop lieferte, die Wege des Lichts verfolgen und richtige Landkarten von dunkler Materie erstellen. Der größte Teil der Masse des Universums stammt von der dunklen Materie. Die herkömmliche Materie sammelt sich in ihrem Gravitationsfeld. Als die dunkle Materie nun die Szene betrat, fragten sich die Wissenschaftler, ob es sich um eine neue Kategorie von Materieteilchen handelte. Oder war es normale Materie, die einfach unsichtbar ist? Als die dunkle Materie gefunden wurde, wollten alle wissen, was das ist. Die erste Antwort war, das ist der Stoff, aus dem wir alle sind. Er gibt nur kein Licht ab. Forscher untersuchten nun Objekte im Weltall, die kein Licht abstrahlten. Schwarze Löcher kamen in Betracht. Sie geben kein Licht ab, ziehen Materie durch ihre Schwerkraft an und können von der Gravitationslinse erfasst werden. Schwarze Löcher, auch bekannt als Machos. Massive, kompakte Halo-Objekte. Das sind im Prinzip kleine dunkle Sterne, die wenig Licht abstrahlen. Machos verstecken sich im Lichtschleier der Milchstraße. Man kann sie durch die Gravitationslinse sichtbar machen. Aber von ihnen gibt es nicht genug, um für die beobachtete Wirkung der dunklen Materie verantwortlich gemacht zu werden. Ausgebrannte Sterne wie braune Zwerge kamen ebenfalls in Betracht. Sie sind massereich genug, um als Erklärung für die dunkle Materie in Betracht zu kommen. Was immer die dunkle Materie ist, es gibt viel mehr von ihr als von der bekannten normalen Materie, aus der die Sterne und Planeten bestehen. Nämlich ungefähr 10-mal so viel. Alles, was sich aus herkömmlichen Atomen, Protonen, Neutronen und Elektronen zusammensetzt, reicht nicht aus, um die gesamte Summe der Materie zu erklären, die in Galaxienhaufen existiert. Auf ihrer Suche nach der Herkunft der dunklen Materie finden die Wissenschaftler immer neue Verdächtige. Erst in jüngster Zeit entdeckten sie weitere Partikel, darunter die exotischen Neutrinos. Auch über sie wurde diskutiert. Genau wie die dunkle Materie durchdringen Neutrinos auch unsere Erde. Millionen von Teilchen in einem Moment. Aber sie sind zu leicht, um als Ursache für die Auswirkungen der dunklen Materie auf die Schwerkraft in Frage zu kommen. Wir können sie in Teilchenbeschleunigern erzeugen. Auch die Sonne produziert Neutrinos. Das Axion ist ein weiterer Kandidat für dunkle Materie. Seine Existenz wurde errechnet, um eine bestimmte Unregelmäßigkeit in der physikalischen Theorie auszuräumen. Sie sind sehr leicht. Nach ihnen sucht man auf eine ganz andere Weise. Wir machen hier etwas ganz anderes. Aber sie wären sehr zahlreich. Und möglicherweise stecken sie hinter der dunklen Materie. Axione besitzen nur sehr wenig Masse. Man geht davon aus, dass sie im Urknall entstanden sind, genau wie auch die dunkle Materie. Die Hypothese besagt, dass sie sich in Protonen verwandeln können. Dunkle Materie verwandelt sich aber nicht. Nachdem alle üblichen Verdächtigen ausgeschieden sind, vermuten viele Wissenschaftler, dass dunkle Materie aus neuen, bisher unentdeckten Teilchen besteht. In jeder Sekunde gleiten Milliarden von ihnen durch uns hindurch. Bis zur Entdeckung der dunklen Materie sind die Forscher davon ausgegangen, dass die Materie nur aus Protonen, Neutronen und Elektronen aufgebaut ist. So wie alles, was wir hier auf der Erde finden. Wir hatten die Masse berechnet, doch da war noch etwas Unentdecktes. Ein Kandidat für den Baustein der dunklen Materie muss bestimmte Eigenschaften aufweisen. Und keiner der üblichen Verdächtigen kam dafür in Frage. Dunkle Materie ist eine schwerfällige Substanz. Sie bewegt sich langsam und wir können sie nicht sehen. Die Teilchen der dunklen Materie bewegen sich nicht mit Lichtgeschwindigkeit und sie gehen keinerlei Wechselwirkungen ein. Das macht es so schwierig, sie aufzuspüren. Sie beeinflusst andere Materie nur durch ihre Schwerkraft. Wenn ich dunkle Materie hier in meiner Hand hätte, sie hätte ein Gewicht, aber sie würde direkt durch meine Finger gleiten. Innerhalb des bekannten Teilchenspektrums gibt es keinen einzigen Kandidaten für kalte, dunkle Materie. So wie ein Unsichtbarer, der durch Wände gehen kann, gleiten in jeder Sekunde Abermillionen Teilchen der dunklen Materie durch uns hindurch. Hierbei stoßen sie nie mit herkömmlicher Materie zusammen. Die plausibelste Erklärung, woraus dunkle Materie bestehen könnte, nennt sich WIMP.
WIMPs sind massereiche Partikel mit schwacher Wechselwirkung. Sie konnten noch nicht beobachtet werden, doch ihre vermuteten Eigenschaften kommen der dunklen Materie ziemlich nahe. In den Laboratorien in Sudan ist das Forschungsteam unter Tage, wo sie Tausende von Fledermäusen aufscheuchen, um ein WIMP-Teilchen einzufangen. Das Projekt heißt Kryogene Suche nach dunkler Materie. Das englische Akronym heißt CDMS. Das hier war bis 1962 eine Eisenerzmine. Sie führt etwa 800 Meter in die Tiefe. Das Labor hat eine Maschine entwickelt, mit der bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt ein Teilchen der dunklen Materie aufgezeichnet werden könnte, wenn es hindurchgleitet, um diese Geschwindigkeit zu erzeugen. Nach seinen Berechnungen hätte ungefähr 160 Mal so viel sichtbare Masse vorhanden sein müssen. Irgendetwas beeinflusste die Bewegung der Galaxien. Aber was war das? Er analysierte die Bewegungen und zog den Schluss, dass der Galaxienhaufen nicht stabil sein konnte, wenn nicht eine große Menge unsichtbarer Materie vorhanden ist. Er nannte sie fehlende Materie. Dunkle Materie. Eine unsichtbare Substanz, die andere Materie anzieht und in der Lage ist, die Geschwindigkeit von ganzen Galaxien zu beeinflussen. Das war ein revolutionärer Gedanke. Allerdings wurde diese Entdeckung kaum zur Kenntnis genommen. Man nahm diese Entdeckung ernst, doch man fand keine Erklärung, denn die Erforschung des Weltraumes hatte gerade erst begonnen. Erst in den 1920er Jahren wurde klar, dass es außer unserer Galaxie noch weitere gab. Man konnte noch nicht wissen, ob es sich um Galaxien, Gaswolken, Staubwolken oder Sterne handelte. Zwickys Berechnungen basierten auf den Massewerten der Sterne in den jeweiligen Galaxien. Aber wie wiegt man eigentlich einen Himmelskörper im Weltall? Man legt die Sonne nicht auf eine Waage. Doch man kann sehr wohl die Geschwindigkeit messen, mit der die Planeten um die Sonne kreisen. Je massereicher die Sonnen sind, desto schneller müssen die Planeten rotieren, um auf ihren Umlaufbahnen zu bleiben. Sowohl Newton als auch Einstein sagten, dass die Anziehungskraft eines Körpers umso größer ist, je mehr Masse er besitzt. Also sollte sich ein Körper immer langsamer auf seiner Bahn bewegen, je weiter er vom Zentrum der Gravitation entfernt ist. Einfach, weil die Gravitation mit der Entfernung abnimmt. Nach Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie, aber auch schon nach dem Newtonschen Gravitationsgesetz, ziehen sich Galaxien gegenseitig an. Auf dieselbe Weise wirkt die Sonne auf unser Sonnensystem. Die Gravitation wirkt stärker auf Merkur als auf Neptun, weil Merkur näher um die Sonne kreist. Also sollte man annehmen, dass etwas mit zunehmender Entfernung vom Zentrum der Galaxie langsamer rotieren muss. Und genau das konnte Zwicky nicht beobachten. Genauso wenig wie die junge Wissenschaftlerin Vera Rubin 50 Jahre später. Sie untersuchte die Rotationsbewegungen von Galaxien, die unserer Milchstraße ähneln. Und auch ihre Forschung führte zu merkwürdigen Ergebnissen. Vera Rubin stellte aber fest, dass die Umlaufgeschwindigkeit mit wachsender Entfernung zum Zentrum konstant blieb. Veranschaulichen wir uns Rubins Entdeckung am Beispiel einer Stadt. Jedes Fahrzeug auf den Straßen steht für einen Stern in der Galaxie. Jedes Auto bewegt sich mit der gleichen Geschwindigkeit um den Stadtkern, unabhängig davon, wie viele Autos tatsächlich unterwegs sind. Diese konstante Bewegung war Rubins Entdeckung. Die äußeren Bereiche der Galaxie rotierten schnell, sodass da viel mehr Masse hätte sein müssen, sonst wäre sie auseinandergeflogen. Man konnte dieses Paradox von Galaxien, die bis zu 10-mal schneller rotieren, als sie sollten, nur lösen, wenn man eine Art Lichtschleier annimmt. Einen unsichtbaren Schleier aus dunkler Materie, der sich um die Galaxie legt und sie zusammenhält. In den Galaxien existierte also dunkle Materie. Und sie war massereich genug, um die Rotationsgeschwindigkeit konstant zu halten. Stellen Sie sich vor, ich sei die dunkle Materie und dieser Ball sei ein Stern, der um mich herumkreist, weil meine Gravitationskräfte ihn auf seiner Bahn halten. Auch wenn Sie mich nicht sehen könnten, müsste da etwas sein, das mit einer bestimmten Anziehung auf ihn einwirkt. Denn sonst würde der Stern in einer geraden Linie wegfliegen. Es muss also dunkle Materie geben.
Vera Rubin sagte voraus, dass es 10-mal mehr dunkle Materie geben müsste als leuchtende oder normale Materie. Seitdem haben wir hunderte von Galaxien erforscht und alle zeigen dasselbe Muster. Sie rotieren zu schnell. Sie alle brauchen dunkle Materie, die sie zusammenhält. Jetzt wurde die Wissenschaft aufmerksam und begann sich zu fragen, was ist dunkle Materie? Wie kann man etwas finden, was im Weltraum unsichtbar ist? Man musste klären, wo sich die dunkle Materie draußen im All versteckt hält. Obwohl die Wissenschaftler sie nicht sehen konnten, stellten sie fest, wie sich die dunkle Materie verrät. Das Licht verändert seine Bahn, wenn es durch sie hindurch scheint. Dieses Phänomen wird als Gravitationslinseneffekt bezeichnet und es handelt sich um ein virtuelles Schlaglicht, das die Geheimnisse des Universums lüftet. Wie jede andere Materie kann auch sie die Bahn eines Lichtstrahls brechen. Ein Lichtstrahl wird auf seinem Weg von dunkler Materie abgelenkt. Mit der sogenannten Gravitationslinse konnte man den gebogenen Pfad von Lichtstrahlen verfolgen und herausfinden, dass sich die dunkle Materie im Lichtschleier der Galaxien konzentrierte. Die Methode der Gravitationslinse erwies sich als zuverlässig und plötzlich konnte man dunkle Materie nachweisen. Diese Technik der Gravitationslinse ist äußerst präzise. Seit Jahrtausenden blicken die Menschen in den sternenübersäten Nachthimmel und glaubten dabei bis vor kurzem, dass das Weltall nur aus diesen leuchtenden Erscheinungen besteht. Heute beginnen Wissenschaftler zu verstehen, dass es nicht die Dinge im Licht sind, die die wirklichen Geheimnisse des Himmels bergen, sondern diejenigen, die sich in der Dunkelheit verstecken. Es muss eine seltsame, unsichtbare Materie existieren, die Sterne und Galaxien zusammenhält. Geheimnisvolle Teilchen wie WIMPs, Axionen und Machos sind möglicherweise dafür verantwortlich. Es gibt eine solche dunkle Energie, bedrohlich und lebensnotwendig zugleich, die den Weltraum erzeugt und die Galaxien immer weiter auseinandertreibt in eine ungewisse Zukunft. Zusammen machen die dunkle Energie und die dunkle Materie 96% des Universums aus. Ihr Rätsel zu lösen wäre ein beispielloser Glückstreffer. Das Schicksal des Universums könnte offenbar werden, wenn man eine Antwort auf diese Fragen findet. Wird unser Weltall in einer gigantischen Implosion der Schwerkraft in sich zusammenstürzen? Oder wird es von der dunklen Energie auseinandergerissen? Ganz sicher wird das Universum den Kältetod sterben. Man muss diese beiden Phänomene, dunkle Materie und dunkle Energie, verstehen, um das Universum verstehen zu können. Unternehmen wir eine Reise auf die dunkle Seite des Universums. Auf eine Jagd nach dunkler Materie und dunkler Energie. Nie zuvor haben sich Wissenschaftler mit etwas beschäftigt, das mit dunkler Materie vergleichbar wäre. In jeder Sekunde durchdringen Milliarden dieser merkwürdigen Teilchen alles, worauf sie stoßen. Sie sind so massereich, dass sie das Verhalten von Galaxien beeinflussen können, wie diese sich bilden und wie schnell sie rotieren. Die unsichtbare dunkle Materie ist allgegenwärtig. Wenigstens scheint es so. Bisher konnte noch kein direkter wissenschaftlicher Beweis für ihre Existenz erbracht werden. Es gibt viele Verdachtsmomente, aber keine endgültigen Antworten. Es ist nicht leicht, etwas zu beobachten, was man nicht sieht. Sie strahlt kein Licht ab. Sie absorbiert es nicht. Sie tritt in überhaupt keine Wechselwirkung mit Licht. Sie strahlt nicht und auch im Dunkeln wird sie nicht sichtbar. Dennoch gibt es wissenschaftlich belegte Hinweise. In jedem Lehrbuch auf unserem Planeten steht, dass die Welt aus Atomen und irgendwelchen subatomaren Teilchen besteht. Und alle diese Lehrbücher liegen falsch. Um das zu beweisen, geht man in den Untergrund. Wenn Sie von Dingen wie dunkler Materie hören, sagen viele, so ein Humbug, zeigt mir die Beweise dafür, dass sie existiert. Sudan im Bundesstaat Minnesota, weit weg von den Lichtern der Großstadt. Genau der richtige Ort, um nach dunkler Materie zu suchen. Aber nicht aus den offensichtlichen Gründen.
Sie glauben wahrscheinlich, dass wir den Himmel absuchen, um dunkle Materie zu finden. Stattdessen setzen wir aber unsere Helme auf und fahren runter in diese Mine. Über 700 Meter unter Tage befindet sich das staatliche Labor von Sudan. Das stillgelegte Eisenbergwerk wurde zu einer Forschungseinrichtung umgebaut und ist Teil eines globalen Netzwerkes von Laboratorien. Die sensiblen Experimente sind unter der Erde vor kosmischer Strahlung geschützt und deshalb effizienter. Der ganze Aufwand wird betrieben, um die Existenz der dunklen Materie nachzuweisen. Ihre Partikel können nur indirekt beobachtet, aber niemals eingefangen werden. Wir sind ihnen seit einem Jahrzehnt auf der Spur. Gesehen haben wir bisher noch kein einziges dunkles Teilchen. Die Jagd nach der dunklen Materie hat vor beinahe 100 Jahren begonnen. Der Astronomie standen damals endlich die Geräte zur Verfügung, die einen tieferen Blick in den Nachthimmel gewährten. Erst in den 1920er Jahren war die Technologie weit genug entwickelt, um so etwas wie unscharfe Flecken durch das Teleskop zu erkennen, sie zu entschlüsseln und herauszufinden, um was es sich handelt. Dann schockierte Edwin Hubble die Welt, als er erklärte, das Weltall sei viel größer als unsere Milchstraße. Man erkannte, dass es sich bei einigen von diesen unscharfen Flecken um ganze Galaxien handeln musste. Im Zuge dieser Entdeckungen beschäftigte sich Professor Fritz Zwicky von der Caltech University mit dem sogenannten Coma-Galaxiehaufen, einer unserer benachbarten Galaxien, und beobachtete etwas Merkwürdiges. Als er die Bewegungen der Galaxien im Coma-Haufen gemessen hatte, gewann er eine Einschätzung von der summierten Masse der Galaxien. Das verglich er mit dem Wert der Masse, die tatsächlich sichtbar war. Etwas passte nicht zusammen. Innerhalb des Haufens bewegten sich die Galaxien zu schnell. Die beobachtbare helle Materie reichte nicht ab. Die Sensoren bestehen aus Germanium, einem schweren Element mit hoher Atomdichte. Das ist ein Block reinen Germaniums. Auf der Oberfläche hat es winzige Thermometer, die aufzeichnen, wenn ein Teilchen durch diesen Eishockey-Puck aus Germanium hindurchrast. Dunkle Materie gleitet problemlos durch uns hindurch, zum Beispiel genau in diesem Moment. Ganz selten wird ein Teilchen mit einem Atomkern zusammenstoßen. Und diesen Zusammenstoß hoffen wir aufzeichnen zu können. Um einen sauberen Treffer der dunklen Materie zu erhalten, mussten die Wissenschaftler zunächst den Abfall aus dem Weltall herausfiltern. Es gibt unendlich viele Partikel. Das ist wirklich wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Im Experiment werden alle Materieteilchen aufgezeichnet, die durch den Detektor gleiten. Je weniger Störmaterie hereinkommt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen der dunklen Materie zu erwischen. Weil dunkle Materie fast gar nicht mit Protonen und Elektronen reagiert, haben die Wissenschaftler das Germanium auf Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt abgekühlt. Wenn ein dunkles Materieteilchen auf einen Atomkern des Germaniums trifft, dann ändert sich die Temperatur mal ein winziges Stück. Und genau danach suchen wir in dem Kristall, um zu sehen, ob ein Teilchen der dunklen Materie vorbeigekommen ist. In dem Schutzraum befindet sich die Kammer mit 16 Germanium-Einheiten. Ich habe mich umgezogen, um den Versuchsraum zu betreten. Da drin ist es 10.000 Mal sauberer als hier. Es ist wichtig, dass wir keinen Staub hineintragen, deshalb habe ich mir das angezogen. Also gehen wir rein. Hier haben wir die Scintillationszähler, die alle Teilchen aus der kosmischen Strahlung abfangen, die bis hierher durchdringen. Das hier ist das Kühlaggregat, das die notwendigen Temperaturen für unser Experiment erzeugt, knapp über dem absoluten Nullpunkt. Und hier drin befinden sich die Germanium-Silizium-Detektoren, die auf den WIMP-Partikel warten. Bis irgendwann einmal ein solches Teilchen der dunklen Materie da drinnen herunterkommt und auf die Germanium- und Silizium-Kristalle trifft. Die Forscher fahren jetzt seit fast 2 Jahren in die Mine, um dunkle Materie einzufangen. Das ist viel schwieriger, als es auf den ersten Blick aussieht. Obwohl in jeder Sekunde Milliarden von den Teilchen hindurchgleiten, steht die Chance 1 zu 1 Million, dass die dunkle Materie mit der normalen Materie reagiert. Die Chance, dass ein dunkles Materieteilchen ein Germaniumatom trifft, ist ungefähr so groß wie die Chance, dass ein Bogenschütze ins Schwarze trifft, wenn die Zielscheibe über 1,5 Kilometer weit entfernt ist.
Diese grünen Blinklichter zeigen alle Materieteilchen an, die die Germanium-Silizium-Detektoren passieren. Wahrscheinlich alles Teilchen aus der Hintergrundstrahlung, aber vielleicht gibt's da auch irgendwo ein WIMP. Das wissen wir erst, wenn wir die Daten ausgewertet haben. Die Jagd nach den dunklen Teilchen kann sehr nervtötend werden. Jeden Tag werten die Forscher die Daten aus, schreiben Berichte und perfektionieren ihr Tischtennisspiel, während sie auf den einen Treffer warten, der beweist, dass dunkle Materie existiert. Aber trotz all des Wartens und all der Anstrengungen konnte noch kein einziges dunkles Teilchen entdeckt werden. Weder hier noch in einem anderen Labor. Unglücklicherweise konnten wir bisher keine dieser Teilchen beobachten. Wir könnten jeden Tag die Nachricht erhalten, Physiker haben dunkle Materie in einer Flasche eingefangen. Wir haben eine Hypothese, die mit großer Sicherheit das heutige Universum erklärt. Tatsache ist aber, dass wir dieses eine Teilchen, das wir dafür benötigen, noch nicht nachweisen konnten. Der Nachweis eines dunklen Materieteilchens wird nicht nur die Existenz der dunklen Materie belegen, sondern könnte auch die anderen großen Fragen des Weltraums beantworten. Der direkte Nachweis eines dunklen Teilchens ließe uns erkennen, was sich in der ersten Zehntausendstel Sekunde nach dem Urknall abgespielt hat. Wenn die Forscher herausfinden, was dunkle Materie ist, dann können sie Aussagen darüber treffen, wie sich das Universum kurz nach seiner Entstehung verhalten hat. Dunkle Materie ist nicht nur eine geheimnisvolle Substanz draußen im Universum. Sie ist auch für unser Dasein von Bedeutung. Ohne sie wäre es schwierig, die Entstehung der Galaxien, des Sternensystems und letztlich auch des ganzen Lebens zu erklären. Die Geschichte der dunklen Materie und der dunklen Energie beginnt am Anfang der Zeit, in den Zeitzonen vor dem Urknall, als der Raum noch nicht existierte. Es gibt kein Zentrum, wo man hinzeigen könnte. Und das ist genau das Bild, um den Urknall zu verstehen. Es gibt keine Richtungen im Himmel, in die sich die Galaxien ausdehnen. In dieser Sekunde zwischen Nichts und einer gewaltigen Explosion wurde das Universum erschaffen und begann wie aus einem Samenkorn zu wachsen. Die Materieteilchen entstanden in einer Kernschmelze aus Gas und Energie. Als es ungefähr eine Minute alt war, war das junge Universum tatsächlich so etwas wie ein Kernreaktor. 380.000 Jahre später verdichteten sich die Teilchen zu Materieklumpen, dem Urstoff, aus dem sich später Sterne und Galaxien formten. Große Brocken wurden zu noch größeren Brocken und langsam gewinnt die Gravitation an Kraft und fügt die Objekte zusammen. Heute wissen die Forscher, dass die dunkle Materie schon im Augenblick des Urknalls entstanden sein muss. Und sie spielte wohl eine entscheidende Rolle bei der Verdichtung der normalen Materie und bei der Entstehung der Sterne und Planeten. Wie die Stahlträger beim Bau eines Hauses dienten die langsamen dunklen Materieteilchen als eine Art Baugerüst. Die herkömmliche Materie konnte sich an dieses Skelett anfügen. Weil sie kalt ist und kaum in Wechselwirkung tritt, glauben wir, dass die Schwerkraft über einen sehr langen Zeitraum auf sie einwirkte und sie zusammenzog. Sie war so etwas wie das Sandkorn, um das herum sich dann die normale Materie schneeballartig verdichten konnte. Es ist wie ein kosmisches Netz, das aus Adern von dunkler Materie besteht. Indem sich die Adern kreuzen, bilden sich die tragenden Strukturen. Man kann sagen, dass die dunkle Materie den Rahmen, das Gerüst bildet für die leuchtenden Galaxien. Sie sind wie Kerzen an einem Christbaum, also Gegenstände, die aus sehr großer Distanz sichtbar sind. Die wirkliche Form ist ein riesiger Strahlungsschleier, von dem man das meiste nicht sieht. Man sieht die leuchtenden Bestandteile, die Sterne und Planeten, die sich im Zentrum befinden. Der Schleier, der sie umgibt, besteht aber größtenteils aus dunkler Materie. Die Wissenschaft hat lange gerätselt, warum sich die Galaxien scheinbar völlig zufällig an verschiedenen Orten im Weltraum bilden. Jetzt wissen wir, dass dies an der Anziehungskraft der dunklen Materie liegt. Das Universum ist überhaupt nicht homogen. Es hat Beulen und Verklumpungen. Einige Gegenden sehen aus wie Blasen. Heute glauben wir, dass das an der dunklen Materie liegt.
Erst im letzten Jahr haben Astronomen mit ihrer Theorie einen großen Schritt vorwärts gemacht und eine Karte erstellt. Mit der Gravitationslinse konnten sie sich ein Bild von der Verteilung der dunklen Materie machen. Einstein sagte, dass alles der Schwerkraft ausgesetzt ist und deshalb alles auch Schwerkraft erzeugt. Also wird auch das Licht von der Schwerkraft beeinflusst. Wenn Licht durch dunkle Materie fällt, wird es abgelenkt, genau wie wenn es durch Glas fällt. Licht macht keinen Unterschied zwischen dunkler und gewöhnlicher Materie. Beide beeinflussen dessen Weg durch die Galaxien. Wie wenn man eine Route auf einer Landkarte absteckt, haben die Forscher den Weg des Lichtes durch dunkle Materie nachvollzogen. So ist das bisher genaueste Bild davon entstanden, wo sich die dunkle Materie im All verbirgt. Nun haben wir diese Karte der dunklen Materie mit den Positionen der Galaxien verglichen. Und so haben wir herausgefunden, dass die dunkle Materie das Skelett des Universums ist. Die sichtbare Materie sammelt sich daran. Diese Kartierung des Weltalls erlaubte den Wissenschaftlern auch einen Blick zurück in die Zeit. Sie konnten nun abschätzen, wie viel Materie beim Urknall entstanden sein muss. Wenn wir ein Bild des Weltalls von seinem Zustand errechnen, als es halb so groß war wie heute, und dann das Alter nochmal halbieren, dann kann man ableiten, wie viel Masse insgesamt existiert haben muss. So können wir herausfinden, wie viel dunkle Materie insgesamt existiert. Man nimmt an, dass die dunkle Materie ungefähr 23% der gesamten Masse des Weltalls darstellt, die herkömmliche aber nur 4%. Man braucht eine ganze Menge dunkle Materie, um auf den Gesamtwert der Masse des Universums zu kommen. Doch woraus bestehen die übrigen 73% des Universums? Die Wissenschaftler waren schockiert, als sie feststellten, dass eine geheimnisvolle dunkle Energie den Weltraum beherrscht. Diese Kraft lässt die Galaxien auseinandertreiben. Man hatte immer angenommen, dass das Universum sich zwar immer noch ausdehnt, aber auch, dass dieser Prozess sich beständig verlangsamen oder sich irgendwann umkehren würde. Die Schwerkraft würde ihren Schwung verlieren. Aber bei den Untersuchungen der Ausdehnung des Weltraums mussten die Wissenschaftler erschreckt feststellen, dass das Wachstum sich nicht verlangsamt, sondern beschleunigt. Ein düsteres Schicksal zeichnete sich ab. Das Universum wird zerfallen. Es wird so kalt, dass jedes intelligente Leben erfriert. Von dem Moment an, in dem der Urknall das Universum erschuf, hat sich der Raum ausgedehnt und er hat bis heute nicht aufgehört, ganze Galaxien mit auf die Reise zu nehmen. Der Raum zwischen den Galaxien dehnt sich aus, aber die Galaxien selbst dehnen sich nicht aus, die Erde nicht und unser Sonnensystem auch nicht. Edwin Hubble war der Erste, der 1929 entdeckte, dass sich Galaxien von unserer Milchstraße entfernen. Die weiter entfernten Galaxien entfernen sich schneller als die Nähe.